Mein Name ist Andreas Preis. Ich habe in Nürnberg Kommunikationsdesign studiert und seitdem arbeite ich selbstständig im Bereich Illustration, Grafikdesign und auch Kunst. Und das mache ich jetzt seit 6 Jahren hier in Berlin. Ich habe, als ich angefangen habe, ich würde sagen, im Schnitt von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts gezeichnet. Wenn man halt dranbleibt, wenn man im Internet viel veröffentlicht, wenn man auf Behance viel veröffentlicht, irgendwann wird man gefeatured und dann kommen die Kunden. Ich persönlich war immer eher ein Anhänger von analoger Arbeit, einfach weil mir die Haptik gefällt, weil es mir gefällt, wenn ich mal vom Monitor wegkomme und nicht an der Tastatur sitze und so weiter. Tatsächlich ist gerade das Surface eine Mischung für mich jetzt aus beidem, aus digitaler und analoger Welt. Ich kann mich raussetzen in ein Café, kann da zeichnen, wie ich es früher eben mit Stift und Papier gemacht habe. Ich arbeite schon seit Jahren hauptsächlich mit Photoshop, einfach weil das zu meinem Stil am besten passt und sich anbietet. Ich mag das Handling von Photoshop. Ich arbeite pixelbasiert zum größten Teil, deshalb ist das Programm für mich das am besten, was sich eignet. Im Zusammenhang mit Surface ist es natürlich ideal, weil das Surface die perfekte Übersetzung des normalen Zeichnens auf Papier ins Digitale darstellt. Das Kolorieren ist ideal. Ich habe schon immer koloriert im Photoshop, jetzt auf dem Surface ist es, als würde ich ausmalen. Also besser geht's für mich eigentlich nicht. Mein Tipp für angehende Künstler ist, produktiv bleiben, zeichnen, veröffentlichen, mit Kritik rechnen und auch umgehen und auch auf sich wirken lassen. Man muss nicht alles übernehmen, was einem empfohlen wird, aber man muss zumindest darüber nachdenken und vor allem produktiv bleiben. Dann ergibt sich das meiste von selbst mit der Zeit.